So, und servus alle miteinander. Nehme ich jetzt einfach mal an, dass zumindest der Hauptteil meiner Stammzuschauerschaft einfach mal weiß, womit er bei einem Camera Deep Dive zu rechnen hatte. Deswegen lasse ich die Erklärung weg und sage euch direkt, dass heute das Redmi Note 8 gegen das Redmi Note 8 Pro antritt. Im direkten Vergleich, allerdings nicht als direkte Konkurrenz, sondern eher so als Referenz zu sehen, weil das meine Konstante ist mit dem OnePlus 7 Pro. Sind mir hier definitiv ein paar Ergebnisse aufgefallen, die überraschend waren. Positiv, aber auch negativ. Und ich würde sagen, darauf gehen wir direkt ein. Ich denke mal nicht, dass ich unbedingt sogar erklären muss, auf welcher Seite welches Handy ist, denn das ist fast selbsterklärend. Also, aber der Vollständigkeit halber, links immer das OnePlus 7 Pro, in der Mitte, wie ihr es hier auch schon sehen könnt, das Note 8 Pro, das ich wahrscheinlich einfach nur Note Pro nennen werde, und dann das Redmi Note 8. Würde ich sagen, zoomen wir direkt mal rein, und das erste, was hier auffällt, ist, und das, was ich auch klar machen möchte, ist, dass das Note 8 Pro ein bisschen zum Überschärfen tendiert, wobei sehr, sehr viele Details inbehalten bleiben, und aus diesem Grund eben sieht es auch oft schärfer aus als das OnePlus. Nicht nur jetzt in diesem Fall. Also hier muss ich sagen, sieht das OnePlus ein bisschen soft aus, aber die meisten Details sind noch da und ein bisschen mehr Dynamikumfang ist da, denn bei dem Note 8 Pro sieht man es, dass da einfach ein bisschen zu viel verloren geht, gerade durch den zu starken Kontrast, und ja, das Note 8 fällt stark ab. Sehr, sehr soft, sehr, sehr wenig Details. Ja, da ja, müssen wir nicht groß drüber reden. Das Ganze dann mal hier im Nachtmodus. Da holt dann das OnePlus schon ein bisschen auf, aber man sieht schon so ein bisschen, ja, so, ja, Weichzeicheneffekt ist da, ein bisschen malerischer, ja, würde ich mal sagen, Aspekt. Ist es allerdings ein bisschen besser als die anderen. Note 8 fällt natürlich wieder voll ab, und ich möchte gar nicht zu viel auf alle Details eingehen, denn dafür sind genug Beispiele da, damit ich mich nicht permanent wiederholen muss. Seht ihr dann hier das Ganze mit Blitz? Da sehen wir es zum Beispiel auch von der Schärfe hier jetzt. Da ist wieder das Note 8 jetzt sehr, sehr gut dran, weil es einfach von der Hauptkamera, sobald sie eben genug Licht hat, wirklich echt zu überzeugen weiß. Aber wenn wir genauer hinsehen, ihr seht schon wieder deutlich zu viel Kontrast einfach. Also das sieht deutlich natürlicher aus von den Farben. Im Vergleich zu dem OnePlus sieht das einfach besser aus, das OnePlus. Das Note dann, ja, das normale, ja, das werde ich relativ oft abspeisen, denn das fällt stark ab. Nicht nur im Vergleich zum OnePlus, sondern gerade auch zum Pro. Denn das sieht man auch hier schon wieder. Gerade wenn wir uns hier mal die Steine genauer ansehen. Recht viele Details. Okay, durch das Überschärfen wirkt das noch ein bisschen detaillierter. Ist das bei dem OnePlus hier ein bisschen soft und ja eben, ja, sehr schlecht bei dem normalen. Sehen wir da allerdings einen Vorteil bei dem OnePlus, wenn es um die Blumen geht. Hier seht ihr einfach, da ist einfach zu viel Kontrast und Schärfe da. Was allerdings auf den ersten Blick und gerade bei Social Media wahrscheinlich kein Nachteil sein wird. Und deswegen glaube ich, das wird eine sehr, sehr beliebte Kamera für Social Media, weil da das eben nicht ganz vielleicht so korrekte und auf welche Art sie das erreicht haben, die Details absolut nicht zum Tragen kommt. Aber das gleiche seht ihr hier schon wieder mit dem Nachtmodus. Da holt dann das OnePlus wieder ein bisschen auf, also im Vergleich noch mehr. Und das Note 8, ja, schafft das nicht wirklich zu verbessern. Dann das Ganze nochmal außen. Ihr seht hier vielleicht schon ansatzweise, wenn ich reinzoome. Hier, ja, Dynamikumfang nicht gut, Schärfe gar nicht gut. Bei dem Pro sieht es dann echt überraschend gut aus. Es hat nicht ganz so die Detailkraft und die Schärfe eines OnePlus, aber weiß zu überzeugen. Dann nochmal hier mit dem Nachtmodus, hier wird jetzt der Unterschied riesig sichtbar. Sehr, sehr viel Noise, sehr, sehr viele Artefakte bei dem Note 8. Bei dem Note 8 Pro dann schon deutlich besser, es hat zwar noch ein bisschen Nachteil bei der Schärfe, hat dann einfach das OnePlus hier den Vorteil, dass es zwar relativ stark aussmoothed, aber das Ganze einfach doch mit deutlich mehr Details versehen ist, und es ist deutlich überzeugend. Also nachts, ja, hat das OnePlus einfach die Nase vorn. Und das sieht man auch bei der Weitwinkelkamera, wie hier eben zu sehen. Ja, also ich gehe mal ein bisschen näher ran, dann seht ihr schon das Mess bei dem Note. Bei dem Pro ist es nicht wirklich besser, aber auch bei dem OnePlus jetzt nicht genial. Also Weitwinkel, ja, im Dunkeln sollte man nicht wirklich nutzen. Dann hier eben nochmal mit dem normalen Bild zu sehen, das Ganze dann mit der Zoom-Kamera. Und da fällt dann auf, dass das definitiv am besten bei dem OnePlus wirkt. Gar nicht mal allerdings so weit hinterher, ein bisschen blasser eben. Kontrast ist nicht ganz so sauber bei dem Pro. Ja, und das hier lasse ich unkommentiert. Wechseln wir zum nächsten Bild. Da seht ihr es dann direkt, dass die Farben relativ unterschiedlich aussehen. Ein bisschen heftig. Eigentlich ist die Wand hier gelb, aber sie wird, glaube ich, doch natürlicher bei dem anderen. Und das sieht man auch wieder bei den Details. Note 8, ja, will sehr viel darstellen. Sieht aber eigentlich gut aus. Also ich kann mich da nicht beschweren. Ich überspringe das nächste. Zeige dann hier nochmal eins, damit wir eigentlich Nacht oder eben Lowlight abschließen können. Die Schärfe bei dem Note 8 Pro zeigt sich hier mal wieder, die Unschärfe bei dem Note 8 auch. Und im Vergleich zum OnePlus, wenn wir uns das mal genauer ansehen, schneidet es gut ab. Also auch im Näheren, Schrift ist noch gut lesbar.
Also ich muss sagen, die Lowlight-Qualitäten des Note 8 Pro gefallen mir. Jetzt allerdings nochmal zu der Weitwinkelkamera. Seht ihr hier eigentlich alle drei Bilder von Weitem? Ja, also mit guter Helligkeit Wissen zu überzeugen. Also das ist schon überraschend gut. Auch der Dynamikumfang ist relativ ähnlich. Hier zum Beispiel sogar die Schärfe, wenn wir vorne mal bei dem Baum gucken oder bei diesem Stamm, sogar bei dem Note 8 Pro deutlich besser im Vergleich zu dem OnePlus. Das OnePlus ist dann allerdings hinten, wie ihr es sehen könnt, deutlich schärfer. Aber mir geht es in erster Linie hier um diese Schrift. Und ja, da seht ihr einfach mal, dass das OnePlus hier dann eben in diesem Bereich den Vorteil hat, auch wenn es jetzt um das Haus hinten geht. Dann mit der normalen, sehen wir uns das gleiche nochmal an. Auch hier Dynamikumfang gut. Man sieht in den Wolken ein bisschen Unschärfe, aber das passt. Will ich nochmal auf die Schrift eingehen. Aus irgendeinem Grund ist das bei dem OnePlus hier, gerade diese gelbe Schrift, deutlich weniger kontrastiert als bei allen anderen Kameras, die ich bisher hatte. Aber dann wiederum sehr, sehr viele Details hier zu sehen, inklusive ein bisschen Überschärfung bei dem Note 8 Pro. Bei dem Note sehr, sehr soft. Im Vordergrund dann auch das Note besser. Hier alles soft. Also hier kann ich nichts anderes sagen, als dass das Note 8 Pro besser abschneidet. Bei der Zoom-Kamera, dann seht ihr schon, wenn wir es reinzoomen, gerade wenn wir ganz stark reingehen, seht ihr, da ist deutlich mehr Schärfe und es sind auch mehr Details sichtbar bei dem OnePlus. Sehr, sehr soft bei dem Note 8 und das Note 8 Pro hält da gut mit, auch wenn wir hier uns die Schrift nochmal ansehen. Ein bisschen softer hier als dort. Ja, kann das Note 8 auch hier überzeugen. Das ist sehr, sehr überraschend. Sieht man auch bei dem Bild hier wieder. Also ich will da jetzt gar nicht mehr allzu viel Zeit verlieren. Man sieht, hier ist mehr Schärfe diesmal da bei der Weitwinkelkamera im Vergleich zu den anderen beiden. Hier wirkt das Note Pro ein bisschen im Hintertreffen. Aber ansonsten, wenn wir gerade uns das hier hinten mal ein bisschen genauer sehen, da sieht man dann definitiv den Nachteil bei dem Note 8. Note 8 Pro geht eigentlich. Würde ich sagen, überspringen wir das mal wieder und kommen jetzt mal zum Thema High Dynamic Range. Und auf den ersten Blick war ich überrascht, wie gut das die Notes hinbekommen haben. Dann schauen wir uns gerade mal die Wolken an. Also hier ist eigentlich gar kein Klippen da. Die haben alle Details eingefangen, wirken auch ein bisschen einladender. Das wirkt ein bisschen zwar natürlicher, allerdings ein bisschen lebloser bei dem OnePlus, aber das ist ja generell so. Aber wenn wir jetzt hier zum Beispiel mal an der Seite gucken, die Schärfe ist dort besser. Hier wird es eben von Note 8 Pro schlechter dann noch beim Note. Dann sichtbar, wo eben die Unterschiede bestehen, auch gerade hier. Da trennt sich eben die Spreu vom Weizen, auch gerade zum Beispiel bei dem Haus hier. Zwar ein bisschen blass bei dem OnePlus, aber es ist allgemein das bessere, realistischere Foto. Und auch hier, kleiner Fun Fact, das ist aus irgendeinem Zufall sogar das 27. Bild geworden mit der Nummer 27. Und das ist einfach, was ich auf dem Boden gefunden habe im Wald. Oder ja, besser gesagt im Park. Da sieht man es dann deutlich. Also sehr, sehr muschi. Und nein, ich meine nicht die, falls das wieder einer erwähnt, ich meine Muschi aus dem Englischen, also das Verwaschene, das Matschige, seht ihr schon bei dem Note, beim Note 8 Pro schon deutlich schärfer, deutlich näher an einem OnePlus, aber das OnePlus, seht ihr schon, beim Dynamikumfang weiß das hier weniger zu klippen, sieht auch ein bisschen natürlicher aus und ja, zeigt einfach mal, dass es eben auch das teurere Gerät ist, sollte ja auch so erwartet sein. Dann hier sieht man auch wieder, Dynamikumfang ist besser bei dem OnePlus, also gerade der Himmel im Vergleich zu dem dunklen hier ist realistischer, also der Unterschied ist ja deutlich größer, bei dem Note ist das deutlich flacher, auch bei dem Note 8 Pro in diesem Fall auch mal wieder die Überschärfung zu sehen, gerade wenn wir uns mal die Bäume ansehen. Hier sieht man es dann recht stark. Wenn das einen stört, dann kann man ja bei MIUI einfach die Schärfe in der Kamera ein bisschen runterregeln. Aber ansonsten sehr gute Bilder von beiden Kameras. Note 8, nee, nicht so wirklich. Also es langt natürlich, aber wenn ich überlege, wie gering der Preisunterschied ist, macht ein Note 8 nicht wirklich viel Sinn. Dann nochmal hier. Gehen wir mal ein bisschen rein, dann sieht man es eben wieder. Je mehr ihr von diesem Weißen habt, das sind dann im Prinzip Doppelkonturen, da merkt man eben, dass Überschärfung im Spiel ist. Und dann hinten fällt es dann weniger auf. Aber ich muss sagen, mich hat die Note 8 Kamera sogar überrascht. Allerdings alle drei überrascht, im negativen Sinne, haben mich bei dem Porträtmodus. OnePlus hat ihn das irgendwie gar nicht getriggert, da ist gar nichts passiert. Ich musste allerdings auch deutlich weiter weg. Hat er dann bei dem Note 8 Pro ja links getriggert, aber sonst nirgends. Und ja, bei dem Note 8 Pro ist, bei dem Note 8 ist auch nicht wirklich viel passiert. Das mit dem Dynamikumfang, das seht ihr dann hier auch nochmal ein bisschen besser. Ist okay, allerdings klippt dann das Note 8 Pro hier schon recht stark, das Note 8 auch. Das bekommt das OnePlus ein bisschen besser hin, genauso auch wie die Details im Hintergrund. Wobei hier wieder eben diese Superschärfe da ist, die ein bisschen erkauft ist mit Überschärfen, aber ich wiederhole mich ja zu viel, deswegen seht ihr es hier allerdings schon. Ich muss sagen, ich bin zufrieden. So, hier
Und hier seht ihr es zum Beispiel eben, dass es zwar überschärfen ist bei dem Note 8 Pro mit diesen Doppelkonturen, aber gerade bei den Steinen oder hier im Wasser und auch hier zwar mehr Kontrast und so weiter, aber die Details sind da. Also es ist jetzt nicht so, dass das einfach nur erkauft wird durch Überschärfen, aber dann im Hintergrund seht ihr es, also das ist es relativ verwaschen und matschig hier sowieso. Da hat dann eben als Ganzes doch das OnePlus die Upper Hand. So, nochmal ein Bild hier. Als Ganzes wieder relativ schön. Gehen wir näher ran, sehen wir es. Farben wirken ein bisschen anders. Hier ein bisschen wieder zu dunkel, muss ich sagen. Also gerade da vom Dynamikumfang wirkt beim OnePlus am natürlichsten. Das ist mir wieder ein bisschen zu hell und auch überbelichtet, tendiert zu klippen. Und wenn wir uns dann gerade die Schrift ansehen, dann sieht man hier, welches einfach nicht so scharf ist und welches scharf wirkt. Natürlich hat aber auch das ja die 64-Megapixel-Kamera. Hier gibt es nur eines zu sagen. Die rechten zwei, viel zu wenig Dynamikumfang. Also das ist viel zu hell. Das war im Schatten. Das hätte auch so aussehen sollen, wie es bei OnePlus aussieht. Denn da ist der Unterschied zwischen hier hinten und hier vorne deutlich realer. Hier ist das deutlich flacher und alles nahezu gleich hell. Das ist so nicht der Fall. Aber ansonsten Detailgrad sehr schön. Aber hier das mit dem Dunklen eigentlich deutlich realistischer. Muss ich nicht wieder sagen, schärfer und so ein Unterschied. So, jetzt haben wir das Thema nicht erledigt und können zu den Selfies kommen. Das ist jetzt jeweils mit dem Porträtmodus und das ist das, was mich jetzt irgendwie total irritiert hat. OnePlus, ja, wie gewohnt eben nicht super scharf, macht das Note 8 Pro einen guten Job, wobei es irgendwie hier zur Software, obwohl eigentlich kein Beauty-Mode dran war, aber ich glaube, irgendwer hat er sich doch aktiviert. Seht ihr hier den riesen Unterschied? Also ich weiß nicht wieso, aber das, ich habe es überprüft, ist irgendwie besser bei der Note 8 Kamera. Also die Details hier, wenn wir das mal genauer ansehen, auch zwischen dem OnePlus und hier, deutlich besser da die Schärfe und so weiter. Also die Frontkamera ist hier echt super. Und das Gleiche sieht man eben auch ohne den Porträtmodus, wenn hier nichts gefaked wurde. Also ihr habt hier deutlich mehr Schärfe, ihr habt hier mehr Details. Wobei hier ist es eigentlich relativ ähnlich, aber es weiß echt zu überzeugen. Und das OnePlus eben nicht wirklich. Porträtmodus ist gut, kommen wir jetzt nochmal kurz nach innen und auch da geht es wieder weiter. Also Note 8 ist einfach schärfer. Ja, außenrum vielleicht jetzt in ein paar bestimmten Situationen, aber spielt keine Rolle. Hier ist dann das OnePlus nicht mehr ganz so weit hinterher, sogar besser aus irgendeinem Grund, als es draußen war. Ja, bringt mich das noch zum letzten Foto und ja, ihr seht es wieder. Im Prinzip war es das jetzt und ich fasse das kurz nochmal zusammen und dann komme ich ganz kurz zu den Videos, denn da bin ich sehr, sehr enttäuscht von beiden Redmis. Also, Lowlight Note 8 Pro hat sich erstaunlich gut geschlagen, aber klar, ein paar kleinere Unterschiede gibt es und ich würde vielleicht so einen halben, oder wobei ich glaube, ich gebe sogar fast die gleiche Wertung, wobei dann der Nachtmodus nochmal bei OnePlus besser ist. Also alles im Allem ist das OnePlus ein bisschen besser, ein bisschen mehr Schärfe haben wir, allerdings eben nicht wirklich mehr Detailgrad und eben erkauft durch die Überschärfung bei dem Note 8 Pro, trotzdem völlig überzeugend. Der Nachtmodus ist okay. Note 8 müssen wir nicht sagen. Also da muss ich sagen, ist der Unterschied mir zwischen beiden, da der Preis ja nicht so unterschiedlich ist, mir ein bisschen zu groß. Das gleiche auch bei der Hauptkamera. Also durchweg durch, deutlich softer, nicht ganz so konstant, neigt zum Klippen, Farben wirken blasser, alles wäscht bisschen mehr an sich ein. Hat das Note 8 echt, also das Pro echt überzeugen können. Also mit einer wirklich guten Schärfe. Wahrscheinlich hat das mit diesem Upsampling von eben 64 oder Downsampling zu tun. Ihr habt ja auch wahrscheinlich deswegen gesehen, dass nicht alle Bilder mal gleich groß waren, weil hier eine andere Größe ausgenutzt wird. Und die wissen zu überzeugen. Also klar, Dynamikumfang, da ist das, wo man eben sieht, dass eine höherwertige Kamera noch mal besser ist. Oder eben, dass das Bild über den ganzen Frame deutlich schärfer ist. Also ihr habt es zum Beispiel gemerkt, ab und zu mal bei dem Note 8 Pro in der Mitte vielleicht super scharf, nach außen hin dann vielleicht nicht mehr ganz so, wo dann eben das OnePlus aufholen kann. Note 8 müssen wir nicht wirklich wieder erwähnen. Selfie-Kamera aus irgendeinem Grund extrem gut, keine Ahnung wieso. Dann da das Note 8 Pro allerdings auch noch irgendwie, ja, besser als das OnePlus, das ich ja noch nie wirklich so gut fand, komme ich jetzt allerdings zu dem, ja, schwachen Thema und ich weiß nicht mehr, ob ich noch irgendwie Samples dranhängen will oder nicht, also vielleicht ein paar nur, damit ihr mal so einen kurzen Eindruck bekommt, aber die Stabilisierung ist nicht vorhanden, obwohl aktiviert, hat sie irgendwie nicht reingekickt, also so wackelig. Und dann zum Beispiel, okay, da habe ich einen kleinen Fehler gemacht, war das Sample des Note 8 Pro in 1080p anstatt 4K, wie bei dem Note 8, deswegen wirkt es extrem schlecht, aber das ist eben auch etwas, was es zeigt. 1080p Video, der Hauptkamera bei dem Note 8 Pro,
gnadenlos schlecht. Also das sieht aus wie 27p, aber beide wackeln viel zu viel, auch an der Front. Mikro, wurde mir gesagt, wäre katastrophal bei dem Note 8, also hört sich nicht so schlecht an, absolut nicht. Bei dem Note 8 Pro eigentlich auch nicht, also da habe ich keinerlei Probleme. Aber die Videos, solange sie so wackeln, also ich denke mal, das ist eine Software-Sache. Das hat Xiaomi oder eben Redmi relativ oft mit Updates erst nachgebracht, wobei ich das eben nie testen konnte, weil ich die Geräte da nicht habe. Aber oft ist die Stabilisierung aktiv, aber macht nicht wirklich was. Das habt ihr bei allen Demos gesehen, wo es aktiviert war. Ob es jetzt 1080p war, ob es jetzt 4K war, hat keine Rolle gespielt. Und einfach, weil das wirklich so schlecht ist, sag ich mal, ohne Gimbal, nicht nutzbar. Deswegen ist auch die Wertung, ich lasse das komplett weg, da will ich also gar nicht drüber urteilen. So wie sie jetzt ist, ist es einfach nicht nutzbar. Aber die Leute, die eben so Handys nutzen, haben meistens keinen Gimbal im Einsatz. Allerdings, wenn doch, dann eventuell nutzbar, aber so eben nicht. Also da will ich nichts zu sagen. Aber ansonsten muss ich sagen, fürs Geld, also die knapp 250 Euro, die das Redmi Note 8 Pro kostet, von der Kamera muss ich sagen, bin ich alles in allem für das Geld echt überzeugt, von der hier relativ enttäuscht. Ich habe jetzt kein Note 7 mehr im Vergleich, aber selbst das müsste, glaube ich, noch besser sein oder mindestens genauso gut. Also hier haben sie ein bisschen gepatzt und das nimmt ein bisschen allgemeine Peel am Note 8 weg, denn viele wollten das wahrscheinlich eher als das Pro, zumindest denken die das anfangs aufgrund des Snapdragon, aber in meinem Test zwischen beiden werdet ihr dann eben auch sehen, dass ihr doch eben zum Pro greifen solltet, auf jeden Fall, auch wenn es vielleicht anfangs nicht nach dem aussieht. Ja, würde ich sagen, das war's. Falls ihr noch irgendwas bemerkt habt, ich habe es diesmal ein bisschen legerer gehalten, gerade mit der Analysierung, habe ein bisschen was übersprungen, auch nicht ganz so alle Tests gemacht, die ich sonst mache in dem Umfang, wobei ich habe noch deutlich mehr Bilder gemacht als eben hier. Ich habe das ein bisschen runterkomprimiert, aber wenn ich eben 5 Bilder schieße und die alle das Gleiche sagen, dann muss ich euch ja nicht alle 5 sagen. Und ich habe euch eigentlich schon zu viele gezeigt. Hoffe ich mal, es war hilfreich und mit 16 Minuten noch überraschend kurz. Freut mich. Und es wird, glaube ich, auch kürzer bleiben, denn die Samples, die halte ich kurz, denn die waren für die Tonne. Was? Nee. Das zwischen den beiden im nächsten Video. Ciao. So, jetzt mal 4K-Test hochkant, weil wir eben ganz abartig unterwegs sind. Seht ihr mal, ob das auch so klappt. Also beide Videos sehen stark unterschiedlich aus. Also auf dem Display sieht das normale, also das Nicht-Pro, deutlich besser aus. Also keine Ahnung, hoffe mal, das sieht auf dem Monitor dann wiederum anders aus. Weil bei der Frontkamera sieht es aus, wie man es auch erwarten würde. Also Lichtverhältnisse, seht ihr schon, die schwenken relativ ruckartig. Aber ich muss sagen, also das Pro sieht auf dem Bildschirm echt komisch aus. Zwar schöner gesättigt auch von der Schärfe, aber ja, das muss ja nichts heißen. Ich habe euch ja den Rest wahrscheinlich bis jetzt schon sowieso schon im Video gesagt. Von daher, ciao. Also der Vollständigkeit halber muss ich das einfach nochmal auf Video einfangen, denn das Ganze mit dem Wackeln bei dem OnePlus war echt nur auf dem Bildschirm. Wie auch jetzt zu sehen, ist das Video dann allerdings total stabil, was im Prinzip bei den Notes komplett andersrum ist, denn die sehen relativ stabil aus und wackeln dann wie irre eben ja im finalen Video. Also man muss die Videos echt auf dem Monitor später ansehen. Bildschirm selbst sagt nicht immer viel aus.